Unser erster Endgegner. André, ja, das habe ich ja schon gesagt. Ach, das ist André? Schieß schon! Ich kann ihn nicht lange halten! Oh, wo steht ein... Hä? Habe ich nicht gedrückt. Bewege die Kamera. Nicht, dass ich die Stunts selbst spielen muss. Was ist denn jetzt los? Ruft meinen Agenten an, ich will... Lol. So im Comic-Style, das finde ich auch geil, wenn so Schrift kommt. Du Witzfigur! Sobald ich die Energie aus dem Herzen der Welt in Hoodlums verwandelt habe, komme ich zurück. Und kümmere mich um dich. Aber das ist denn das? Was ich so geil finde mit den Dosen. Laserreiniger verwandelt ihre Kleidung in einen Kampfanzug. Nice. Ein Kampfanzug? Iron Man. Aber das ist doch genau, was wir brauchen. Du hast recht. Iron Man. Nein, Raymond, fass das Ding nicht an. Das gehört in Hoodlums und ist möglicherweise gefährlich. Geil. Sehr schick. Hammer. Jetzt musst du nur noch herausfinden, wie es funktioniert. Ich sehe gerade, dass ich immer ein bisschen zu laut rede. Warte, ich stelle mal hier den Pegel etwas niedriger. So, jetzt müsste es ein bisschen besser sein. Geil, ich bin grün. Ich bin grün. Genau, die machen nämlich diesen Wirbel. Und dann gehen diese Dinger hier runter. Aber das war's, glaube ich, auch schon. Besonders stark ist der Anzug nicht. Und wie man rechts unten sehen kann, ist die Anzeige dafür da, dass das auf der Verlieren wir keine Zeit! Das Überleben aller Völker hängt davon ab! Ja, oh mein Gott, wir spielen doch das Spiel. Ja, du übertreibst. Das wollte ich dir sagen. Nee, weil ich sagen wollte, dass es ein Zeitlimit gibt für die Anzüge und dass die nach einer Weile verschwinden. Wie? 28%? Willst du mich verarschen? Ich hab doch fast alles eingesammelt. Oh, das toll. Das kann echt klasse werden. Wie komme ich jetzt hier weiter? Gehen wir mal nach unten. Verdammt. Jetzt. Das ist aber unfair. Das war aber jetzt nicht André, oder? Egal. Go, Raymond. Go, Raymond. Das gibt auch Punkte. Das ist halt ein klassisches Jump-Run-Spiel. 3D. Und auch eins der ersten. Ich glaube, deswegen war es auch so erfolgreich. Das ist gut. Und jetzt ohne Hände. Ich mach mir die Hose. Oh, Moment mal. Ich sehe hier gerade... Hier gibt's was. Geheimgang? Ist das ein Geheimgang? Oh, noch mehr. Diamanten! Ist schon das Herz der Welt? Ich weiß bloß noch, dass ich ziemlich lange dran gesessen habe. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht ist das Spiel wirklich groß. Andererseits kann es auch daran liegen, dass... Ich einfach nur schlecht bin. Vorsicht, zerkratzt dir nicht die Nase. Was sind das für Kommentare, Mann? Halt die Klappe. Boing. So gut. Boing. So. Schön eingesammelt. Und weiter geht's. Ja. Ja, Raymond, lob dich selbst. Was ist das denn? Könnten Sie ein bisschen weniger Lärm machen? Oh, Verzeihung, die Dame. Verschwinde, Fee! Zelda braucht dich! Ja. Echt jetzt? Ja, chill mal kurz. Ich muss einfach mal den Humor feiern, weil der einfach mal fein ist. Was war denn das jetzt? Ist das jetzt fertig oder muss ich da irgendwie noch ranschlagen? Nee, okay. Und wir haben eine Dose. Die lassen die überall fallen, kann das sein? Hallo? Aua! Finde André und vernichte ihn! Aua! Aua, was ist denn das? Scheiße. Schnell, Raymond, beeil dich!
die Hoodlums über die Welt, die Liebe und die Schönheit ziehen. Du nervst, kleine Spinne. Kleine Fliege. Hey, ich will hier ran. Du musst alle Loops einsammeln, sonst wirst du dem Kosmos das Gleichgewicht nicht zurückgeben können. Oh mein Gott. Hopp, hopp, hopp. Ach, da ist er. Lass ihn nicht entfliehen. Sind Sie es, Schwester Gundula? Gundula? Das Herz der Welt. Ich spüre es. Es ist dort entlang. Der ist kräftig. Oh mein Gott. Das ist ja grauen. Und regnet das Herz da rein. Chill mal. Rayman ist doch da. Und ich. Rayman, komm! Das Handbuch sagt, dass man hier rauf kann. Ja, das fällt schon alles ineinander. Wenn ich du wäre, würde ich kündigen und heimlich für Spider-Man 2 arbeiten. Ha, was witzig ist, weil als das Spiel rauskam, Spider-Man 2 noch nicht gab. Ha. War trotzdem witzig. Oder? Die Harmonie der Erde wird zerstört werden! Ich beeil mich doch schon. Was ist das? Ja. Man ist auch sehr unter Zeitdruck, wenn man die ganze Zeit diese Anzüge hat. Und dann mit der Zeit, das kann schon einen ziemlich auf den Sack gehen. Nach einer Zeit durch. Es gab so viele Anzüge und da wird noch einiges auf uns zukommen. Ich freue mich schon richtig. Sassy, der Anfang. Die Welten sehen auch alle klasse aus, finde ich. Moment. Ich will ja nichts vergessen. Muss ich jetzt von unten nochmal? Das ist natürlich doof. Egal. Na komm, Rayman, noch mal hin. Ich hoffe, dass sich natürlich Jump'n'Run-Spiel lohnt zu Let's Playen, weil... Oh, scheiße. Weil ja nicht so viel passiert wie jetzt beim Shooter. Oder anderen Spielen. Kacke, ich muss noch mal runter, oder? Nö, gut. So, jetzt haben wir's. Oh, wow, 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 wow. Chillt mal. Bin schon da! Der ist so cool. Globox ist geil. Du musst doch nicht alles essen. Warum nicht den Bösewicht? Komm schon. What? Ich mach irgendwas falsch. Kann das sein? André! Hey! Wo ist André? Das ist getan! Los, lasst uns die Mönche fragen! Ah, die haben's drauf! Das Herz der Welt! Dort sind alle Energien gebündelt! Offensichtlich hat sich André noch nicht daran vergriffen! Oh, yeah, Baby! Hey, sagt mal, habt ihr André gesehen? Die Schildkröte! Guck mal, die Schildkröte! Wie ich vermutet habe, André ist nicht tot. Globox kann nicht beim Herzen bleiben, das ist zu riskant. Rayman, Globox ist dein Freund. Bring ihn zum Heiler in den Eichbornwald. Und dann? Okay, Fazit. Wir haben jetzt den Bösewicht. Und müssen mit ihm irgendwas anstellen. Und dadurch müssen wir uns vom Herzen der Welt Rayman, entfernen. Pass auf! André ist ein schwarzer Lums und schwarze Lums sind böse. Er wird Globox sicherlich zwingen, Pflaumensaft zu trinken. Und du weißt, Globox ist allergisch gegen Pflaumensaft. Ach, der arme Junge. Mann, wo ist denn die Disc? Ich will noch ein bisschen tanzen. Ja. Oh, scheiße. Na gut.
Okay, 0%. Ey, dafür kann ich jetzt nichts. Kommt. Das habt gesehen, da lag nichts und das war nur ein Abspann. Wow, was ist denn jetzt los? Was hab ich denn jetzt genommen? Alter! Alter, man wird hier sofort reingeschmissen. Da passiert sowas. Hey, Globox! Oh yeah. Alter. Scheiße. War da oben gerade. Egal. Ich dachte, ich hätte da irgendwas gesehen. Okay, hier alle Diamanten zu finden, ist auch etwas schwierig. Ich werde einfach versuchen, hier heil durchzukommen. Auch mal verliert Punkte. Natürlich auch doof. Ha! Master. Cooles Board habe ich. Oh yeah. Zack. Zack. Und runter mit mir und. Ach ja, super. Kann mich der Helikopter nicht einfach bis zum Ende bringen? Ich muss natürlich mit einem komischen Regenbogen-Skateboard durch ein kunterbuntes Lollipop-Paradies-Gedöns-Zeugs rumschweben, düsen, jagen, fegen. Boah. Also nach 20 Minuten, ey, da kriegst du ja richtig Augenkrebs. Jetzt komm, kann doch nicht so schwer sein. Verdammt. Ich bin so schlecht. Jetzt, come on. So. Hast du gesehen? Was war das denn? Ich kann den Helikoptertrick auch. Aber nur mit Hilfe. Ich hab nur meine Haare. Okay, jetzt ein bisschen Konzentration. What the fuck, was ist denn jetzt los? Okay, man sieht schon, wo die Diamanten immer sind, das ist gut. Komm on, alte Scheiße. Weißt du, was das für eine CD ist? Das wüsste ich auch gerne. Geht voll ab, Mann. Geht voll ab. Nachher noch schön in den Club, Alter, mit der Musik. Und ich habe die ganzen Diamanten verpasst. Oh yeah. Das gibt wieder nur 20% für das Level. Oh, ich hab's gerade voll drauf. Fuck. Mann, oh. So, da unten. Oh. Wie soll man das denn schaffen? Unschaffbar, geht nicht. Nicht lösbar. Oh yeah. Ist es noch weit bis zum Doktor? Ach so, wir müssen zum Doktor. Ich hör mal wieder nicht zu, ey.